Herzlich willkommen zu einem neuen Made by Chance. Das hier ist der dritte Teil der Serie Die Schweizer Bibel des Kalten Krieges. Viel Spaß! Die Schweizerinnen und Schweizer hinterließen während dem Kalten Krieg innerhalb ihrer Geschichte wirklich seltsame und geheimnisvolle Spuren. Diesen versuchen wir zu folgen. Dabei können wir uns wundern, amüsieren oder auch fürchten. Um diese im Kontext der Geschichte verstehen zu können, greifen wir zu diesem Buch. Zivilverteidigung. Dieses wurde 1969 vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement im Auftrag des Bundesrates herausgegeben und an alle Haushalte der Schweiz geliefert. Oh, Nachrichten. Wozu? Durch den Atombombeneinsatz hat die Kampftätigkeit im Raum Salzburg erwartungsgemäß nachgelassen. Zitat aus dem Buch. Neben das Soldatenbuch tritt nun dieses Buch über den Schutz des Landes. Es dient auf seiner Art der gleichen Aufgabe, die Widerstandskraft des Volkes zu erhalten und zu stärken und dadurch die Unabhängigkeit der Schweiz zu sichern. Es geht also um die Unabhängigkeit der Schweiz und die Zivilbevölkerung soll sich daran beteiligen. Wie? Durch Widerstand. Zitat. Der Plan des Feindes, er ist angriffsbereit. Wir sind abwehrbereit. Er greift zu Gewalt. Wir schlagen zu. Er kreist die Schweiz ein. Wir machen den Igel. Wir machten den Igel. Wir machten ihn aus Beton, stellten ihn 1964 an die Expo und zeigten darin Propagandakino. Der Film Wehrhafte Schweiz ist geistige Landesverteidigung auf höchstem Hollywood-Niveau. Das Buch widerspiegelt die Mentalität der Schweizerinnen und Schweizer während dem Kalten Krieg. Wir schauen hinein, nicht weil der Text uns überzeugt, sondern weil er uns Verständnis darüber gibt, was wir heute sind. Schweizer. Eines Tages, da kamen sie. Wir wurden überrollt, wie von einer Lawine. Dieser Spielfilm stammt aus dem Jahre 1975 und ist eine Produktion des Schweizer Armee-Filmdienstes. Unsere Regierung wurde gefangen genommen, durch einen fremden Militärgouverneur ersetzt. Friede ist kein Geschenk, ist das Zivilverteidigungsbuch im Kinoformat. Dass unser Land ganz oder teilweise besetzt und aus dem Untergrund ein Widerstandskampf aufgebaut würde. Wir müssen bereit sein, jederzeit. Damit die Schweizer in einem Besetzungszustand Widerstand leisten können, müssen in Friedenszeiten gewisse geheime Strukturen aufgebaut werden. Das Artilleriewerk Adlerhorst in Rhein aus dem Zweiten Weltkrieg wurde zum Zentrallager S für diese geheime Organisation. Ihr Name? P26.
Wer von der P26 rekrutiert wurde, hielt sich während der Ausbildung in solchen Räumen auf, in solchen Zimmern, inmitten Bunkeranlagen, irgendwo in der Schweiz. Die erste Lektion, die man hier als Rekrut absolvierte, die wurde mittels einer Videokassette übermittelt. Lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin. Dieser Mann, der hier die neuen Rekrutinnen und Rekruten begrüßt, ist der Generalstabschef Eugen Lüthi. Aus Gründen, die Sie sehr wohl verstehen werden, kann sich der Generalstabschef der Schweizerischen Armee nicht direkt von Auge zu Auge an Sie wenden. Für die Organisation wurden Leute gesucht, die absolut unauffällig sind. Das ist Tobias Weibel. Er befasst sich seit einigen Jahren mit dem Thema Widerstand. Er ist Mitinitiator des P26-Museum Full. Über diese Menschen, die für die Kaderorganisation P26 rekrutiert wurden, sagt er: Man versuchte immer, das Extreme zu vermeiden. Man suchte Personen, die über keine Funktion verfügten im öffentlichen Leben, also keine Politiker, keine Offiziere, keine Personen, die im öffentlichen Leben bekannt sind oder einfach ihre Plattform haben. Die Organisation, zu der Sie gehören, kann nur funktionieren, wenn strikte Geheimhaltungsvorschriften zur Anwendung kommen. Gesucht werden Schweizer und Schweizerinnen etwa im Alter von unter 60 Jahren. Man hat das bewusst so gewählt, vor allem bei den männlichen Mitgliedern, dass sie am Ende ihrer Militärdienstzeit waren. Sie haben sich denn auch verpflichten müssen, verschwiegen zu sein und ihre Arbeit im Stillen zu leisten. Man muss sich das so vorstellen, dass eine Organisation, die funktionieren sollte, wenn die Armee eine Niederlage erlitten hat, können wir keine Personen einsetzen, die noch Militärdienst leisten oder leisten mussten. Was ganz am Anfang geklärt wird, ist der rechtliche Teil. Diese Begrüßung soll Ihnen zeigen, dass die Organisation, zu der Sie jetzt gehören, ein legitimer Teil unserer Gesamtverteidigung und damit auch in die Sicherheitspolitik unseres Landes eingebettet ist. Und das ist wichtig, denn diese Organisation ist nicht eine Geheimarmee, sondern es ist ein geheimer Teil der bestehenden Armee. Der Bericht des Bundesrates über die Sicherheitspolitik der Schweiz von 1973, der vom Parlament angenommen worden ist und seither die Grundlage für unsere Verteidigungsvorbereitungen bildet, sagt zu dem Dienst, zu welchem Sie jetzt antreten, Folgendes. Es handelt sich um die Ziffer 426. Man spricht vom Projekt 426 oder noch einfacher P26. Eine Besetzung des Landes darf nicht das Erlöschen jeden Widerstandes bedeuten. Ein Gegner soll auch in diesem Falle nicht nur mit Ablehnung, sondern mit aktivem Widerstand rechnen müssen. Und weiter. Alle Möglichkeiten, günstige Voraussetzungen für den aktiven Widerstand zu schaffen, müssen früh wahrgenommen werden. Über den Widerstand schreibt das Buch: Die Landesverteidigung beginnt im Innen der Festung. Was im Frieden versäumt wird, kann im Krieg zusätzliche Last und Not bedeuten. Der Einsatz, zu dem Sie jetzt aufgeboten sind, gehört zu diesen Vorbereitungen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich für diese wichtige Aufgabe zur Verfügung stellen. War die UdSSR wirklich eine Bedrohung für uns? Nach Ansicht von UNO-Beobachtern ist eine Ausweitung der Kampfhandlungen auf Mitteleuropa nicht auszuschließen. Wie Staatschef General Pinkas erklärte,
sind seine Streitkräfte jederzeit bereit, kurzfristig einer allfälligen gegnerischen Offensive zuvorzukommen. Der Schweizerische Armeefilmdienst versuchte in den 70er Jahren der Bevölkerung ein Bild vor Augen zu malen, was dies für die Schweizerinnen und Schweizer bedeuten würde. Inzwischen wusste jeder, was den Verhafteten bevorstand. Das Zivilverteidigungsbuch erzählt uns dasselbe Szenario und gibt uns sogar Verhaltensregeln weiter. Die Bevölkerung darf den Gegner nicht durch unüberlegte Handlungen reizen und vor allem nicht sich zu Repressalien gegenüber Schweizern und Schweizerinnen hinreißen lassen, die mit dem Gegner zusammenarbeiten. War die UdSSR wirklich eine Bedrohung für uns? Die erschütternden Meldungen über den Kampf des ungarischen Volkes haben in der freien Welt mächtigen Widerhall geweckt. Auch das Schweizer Volk steht ergriffen vor der ungarischen Tragödie. Im ganzen Land haben sich die Freiwilligen zahlreich zu den Kursen für Panzernahbekämpfung gemeldet, die der Unteroffiziersverband im Schatten der ungarischen Tragödie eingeführt hat. Die Kursteilnehmer wurden mit dem Raketenrohr vertraut gemacht und lernten auf Panzerattrappen schießen. 1956 wurde dem Schweizer Volk die Nähe des Einflussbereiches der Sowjets bewusst. Ungarn wollte aus dem Warschauer Pakt aussteigen und sich gegen den Westen öffnen. Was daraus entstand, wurde zur makabren Vorlage unseres Schweizer Films «Der Friede ist kein Geschenk». Schauen Sie sich diese Bilder an und Sie werden die Vergleiche finden. Als die Sowjets den Ungarn ihre Ordnungen aufdrängten, weckten sie gleichzeitig den Kalten Krieg-Albtraum der Schweizerinnen und Schweizern. Die Angst vor einer solchen Besetzung. Die weißen Tücher an den Fassaden der Häuser im Val de Travers zeigen an, dass auch hier die Talbevölkerung den Hilferuf des ungarischen Volkes vernommen hat. Wo ein Tuch aus dem Fenster weht, liegen Lebensmittel für die hungernden Ungarn bereit. Dass das Thema das Schweizer Volk stark beschäftigte, zeigt sich in den Beitragen der Schweizer Filmwochenschau. Über 10 Sendungen wurden in dieser Zeit diesem Thema gewidmet. PTT-Generaldirektor Weber verabschiedet sich von seinen Leuten, die mit ihren gelben Wagen nach Österreich fahren, um dort die ungarischen Flüchtlinge von den Sammellagern an der Grenze nach den Aufnahmezentren im Landesinnern zu bringen. Wie viel Trauer und Verzweiflung werden diese Wagen, die so oft sonnigen Ferienfahrten gedient haben, durch die Lande tragen? Auch wenn diese Sendungen einen positiven Geist vermitteln, steckte eine reale Angst dahinter. Der Vergleich der kleinen Schweiz mit der Größe des Gebietes des Warschauer Paktes war schon recht beängstigend. Man befürchtete, dass die Sowjets bei einem Überfall in das NATO-Territorium den sogenannten neutralen Korridor als Einfallstor gebrauchen könnte. Für Kommunisten war Neutralität bedeutungslos, da sie als reaktionäre Position verstanden wurde. Der sowjetische Marschall Rodion Malinowski machte dies im Jahre 1965 mit folgenden Worten deutlich. Auch die neutralen Staaten wie Schweden, Österreich oder die Schweiz, offensichtlich kapitalistische Staaten. Für jeden militärischen Kommandeur wäre es Verrat an der Arbeitsklasse, kapitalistische Neutralität zu respektieren. Im Jahre 1968 wurde die Welt noch einmal Zeuge an ein Geschehen, das an den Ungarnaufstand im Jahre 1956 erinnerte. Der Prager Frühling
und sein jähes Ende in Tschechien. Auch hier trat noch einmal die Nähe des sowjetischen Einflussbereiches in das Bewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer. Die Legitimation einer sogenannten Stay-Behind-Organisation wie die P26 erhielt noch einmal eine Bestätigung. Aber eines ist in diesem Jahr der ganzen Welt klar geworden. Wo sowjetische Stiefel vorrücken, da kann tatsächlich kein Gras mehr wachsen, geschweige denn die Unabhängigkeit eines Volkes. Kein Wunder, wenn das tragische Schicksal der Tschechoslowakei die ganze Schweiz tief aufgerüttelt hat. Im Walde ob Breitenbühl fanden Knaben eine Kiste, die anscheinend vergraben gewesen war und durch einen Platzregen sichtbar wurde. In der Kiste war ein Funkgerät. Die Knaben nahmen es heim und spielten damit. Der Mutter fiel nichts auf. Das war falsch. Der Fund hätte sofort an Ort und Stelle bewacht und der Polizei gemeldet werden sollen. Es handelte sich um ein Funkgerät ausländischer Herkunft, das von Spionen oder Saboteuren dort zur Verbindungsaufnahme versteckt worden war. So gelang es nicht, diese zu verhaften. Obwohl diese Geschichte aus dem Zivilverteidigungsbuch reine Fiktion ist, erzählt sie von den russischen Überfallvorbereitungen in der Schweiz. Der ranghöchste russische Agent, der jemals in den Westen übergelaufen war, hieß Oberst Wassili Mitrochin. Seine mitgelieferten Unterlagen sind heute unter dem Namen Mitrochin-Archiv bekannt. Dank dieser Unterlagen konnte man mehrere Verstecke ausmachen, die vom KGB in den 60er Jahren im deutschsprachigen Raum angelegt wurden. Diese Verstecke dienten zur Vorbereitung eines sowjetischen Überfalls und enthielten neben modernster Funkausrüstung auch Waffen, Munition und Sprengstoff. Der bekannteste Fund, der mit Hilfe dieser Dokumente ausgegraben wurde, befand sich neben einer Kapelle im freiburgischen Belfond. Und diese Karte hier hinten, das ist ein unglaublicher Fund. Wir sprechen von der sowjetischen Generalstabskarte aus dem Jahre 1988. Die nach dem Mauerfall bei einer aufgegebenen sowjetischen Militärbasis gefunden wurde. Aufgrund ihrer Geheimhaltung weiß man wenig über ihre Entstehung. Eine Möglichkeit ist sicher, dass sie einfach von bereits existierenden Landkarten kopiert wurde. Dagegen spricht, dass sie zum Teil genauer als die landeseigenen Karten ist. Und zusätzlich nicht verzeichnete militärische und geheime Objekte enthält. Die Entstehung einer solchen Karte bestand wahrscheinlich aus einer Kombination von Luftaufnahmen mit Hilfe von Satelliten oder Flugzeugen, Übernahme von lokalen Karten und Abklärungen vor Ort mit Hilfe einer starken Spionagetätigkeit. Beunruhigend sind die Kodierungen für Panzerfahrer, mit denen wichtige Brücken auf der Karte bezeichnet werden. Neben der genauen Länge und Breite ist die genaue Tragfähigkeit und die Materialzusammensetzung der Brücke angegeben. Sie nehmen damit Verantwortung auf sich, die nicht jedermann übertragen werden kann.
Es wurden keine Personen gesucht, die irgendwelche Spezialausbildungen schon hatten. Also wir haben, oder es wurden keine Hobbyfunker eingesetzt. Es wurden keine Leute ausgewählt, die bereits über eine Sprengausbildung verfügten oder auf einer Liste für politische Ämter auftauchten. Die Organisation, zu der sie gehören, kann nur funktionieren, wenn strikte Geheimhaltungsvorschriften zur Anwendung kommen. Was geheim ist, regt auf eine furchtbare Art die Fantasie an. Ich weiß, dass durch solche Umstände ihr Dienst erschwert wird. Das Ende der 80er Jahre wurde in der Schweiz von mehreren Skandalen erschüttert. Aus der Kopp-Affäre 1988 wurde der Fischenskandal 1989. Und im Zuge einer parlamentarischen Untersuchungskommission tritt schließlich die P26 auf die Bühne der Öffentlichkeit. Die Schweizer Illustrierte berichtet im Februar 1990 über den Schnüffelstaat Schweiz. Sozusagen aus dem Untergrund der Pupo und des EMD. Die Schweizer Illustrierte wusste natürlich aus erster Hand, dass es sich um eine Geheimarmee mit 2000 Mitgliedern handelt. Männer und Frauen, ausgebildet im Silent Killing und im Bombenlegen. Die Öffentlichkeit war empört. Um die Vorwürfe abzuklären, einigten sich die Bundesratsparteien auf die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Diese Bilder entstanden im Dezember 90. Im Zuge der Arbeiten oder der Untersuchungen der PUK-EMD, also der Parlamentarischen Untersuchungskommission des Eidgenössischen Militärdepartements, gab es einen Besuch im ZLS, dem Zentrallager Schloss. Anwesend waren Arthur Liener, Waffenchef der Genie- und Festungstruppen. Er wurde beauftragt vom Bundesrat für die Liquidation des Materials P26. Ebenfalls anwesend war ein Mitglied der PUK-EMD, Anton Keller, CVP-Mitglied und Nationalrat. Ihr Auftrag war es, den Medien zu zeigen und den restlichen PUK-EMD-Mitgliedern, was in den Zentrallagern eingelagert wurde. Das ist das Kuvert, das ich jetzt öffnen würde. Sie bekamen dafür den Schlüssel zu den Waffenräumen. Zu sagen ist hier, dass diese Räume zu Zeiten des Projekt 26 alleinig mit dem Schlüssel des Generalstabschefs zugänglich waren. Da ist Munition drin. Und der Sprengstoff ist dort drin. Da würden wir jetzt, am besten eine Schachtel bestimmen, die man dann aussetzen kann. Dieser Schlüssel wurde freigegeben. Und Anton Keller und Arthur Lien hatten so die Möglichkeit, als erste außenstehende Personen der Organisation diese Räume zu besuchen und das Material zu sichten. Ich weiß auch um die zeitlichen Opfer, die sie mit dem Bestehen dieses und noch anderer Kurse erbringen. Die Organisation sah 7 Grundfunktionen vor. Für diese 7 Grundfunktionen musste natürlich in Friedenszeiten dazu eine Ausbildung organisiert werden. Jedes ausgewählte Mitglied der Organisation musste 3 Einführungskurse besuchen. Darin war enthalten die Ausbildung im konspirativen Verhalten. Also wie verhalte ich mich in Friedenszeiten, dass ich nicht auffalle, aber auch wie verhalte ich mich unter einer Besatzungsmacht. Ebenfalls Teil der Ausbildung war das Anlegen von toten Briefkästen, das Austauschen von Nachrichten, oder einfach, wie nehme ich Verbindung untereinander auf, ohne dass ich aufgedeckt werde. Eingelagert wurde nur Material, das im Kriegsfall nicht mehr beschafft werden konnte. Wir sprechen hier von Waffen, Munition,
aber auch Sanitätsmaterial. Alle Güter, die unter einer fremden Besatzungsmacht nicht mehr erhältlich sind, mussten dazumal schon in Friedenszeiten beschafft und eingelagert werden. Sämtliches in den Zentrallagern eingelagerte Material war für die normalen Feldmitglieder während der gesamten Zeit der Organisation nie zugänglich. Die Räume oder der Lagerort dieses Material waren auch ihnen nicht bekannt und wurden erst bei Mobilmachung der Organisation bekannt gegeben und das Material dann ausgelagert. Ich möchte Ihnen damit sagen, dass der Generalstabschef Ihren Einsatz anerkennt und dass er Sie dabei in seinen Gedanken begleitet. In einem zweiten Teil der Ausbildung erfolgte dann die fachspezifische Ausbildung. Je nach Funktion, die für die Mitglieder vorgesehen wurde, erfolgte ein Fachkurs. Das sind zum Beispiel Kurse für Chemisten, also die Ausbildung in Sprengen und den Umgang mit Waffen, aber auch Ausbildung für Funker oder Nachrichtendienst oder die Cheffunktion wie den Regionenchef. Nach Abschluss dieser Fachkurse erfolgten, wie man es im heutigen Militär kennt, auch über Verbandsausbildung und Führungsausbildungen. Also man lernte, dass die gesamte Organisation, wie diese funktionierte und wie die einzelnen Funktionen zusammenspielen mussten. Die gesamte Ausbildung dauerte rund 3 bis 5 Jahre, je nach Funktion, und musste natürlich auch hier im absolut Verborgenen stattfinden. Wir könnten jetzt langsam mit dem Ausgang. Wir sind nun am Ende unserer Reise in der Schweiz des Kalten Krieges angelangt. Als Reiseführer benutzten wir dieses Buch «Zivilverteidigung». Es führte uns an widersprüchliche Orte, die teilweise auch unsere eigenen Grenzen waren. Wir hörten von der schweizerischen Propaganda und einem erfundenen Feind. Wir sprachen von der Faszination und dem Schrecken der Nuklearenergie. Wir mussten die Bedrohung eines übermächtigen Gegners erkennen und dabei den erstaunlichen Willen zum Widerstand anerkennen. Im Zweiten Weltkrieg sprachen wir vom Wehrwillen und im Kalten Krieg von der Widerstandskraft. Mit der Enttarnung und Auflösung der P26 wurde diese Widerstandskraft gebrochen. Durch diesen demokratischen Akt erklärten wir Schweizerinnen und Schweizer den Kalten Krieg als für beendet und das Buch für veraltet. Der sichtbare und der unsichtbare Teil unserer Landesverteidigung sollen mithelfen, unserem Land in schwieriger Zeit bessere Chancen für das Überleben in Freiheit und Würde zu verschaffen. Dafür lohnt sich jeder Einsatz. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Dienst. Ich danke Ihnen, dass Sie mit mir zusammen dieses Buch noch ein letztes Mal aufgeschlagen haben.